So, liebe Freunde, es ist 22 Uhr und nach deutscher handwerklicher Präzision begrüße ich euch bei mir im Stream. Ja, ihr seht schon, ich muss den Stream aber nicht mit Klopfen anfangen. Soll ich jetzt noch einen Klopf jetzt am besten machen? Ja, ihr seht im Bild, wir spielen heute Knock Knock. Wer ist da? Ja, ein kleines, ich sag mal, Horrorspiel, was ich gefunden habe. Bei Steam. Und ich schlage vor, wir vergeuden keine Zeit, wir gehen direkt rein. Aber bevor ich irgendwas anderes sage, ich bin natürlich im Teamspeak und da ist natürlich wer bei mir. Hallo, Marc. Gut, dann gehen wir erstmal rein. In das Spiel. Klopf, klopf, wer ist da? Was du hier vor dir hast, ist nicht das, was du normalerweise ein Game nennen würdest. Es ist wohl mehr eine interaktive Meditation, erschaffen aus sehr verstreuten Unterlagen, die uns auf seltsamen Wege in die Hände fielen. Erschaffen haben wir sie den Instruktionen entsprechend, die uns der anonyme Übersender der Originalunterlagen hinterließ. Viele der fremdartigen Dinge und undeutlichen Ereignisse, denen du in diesem, wie auch immer du es nennen wirst, begegnest, lauern dort nur wegen der Anweisungen, welche uns genau hinterlegt wurden. Vielleicht war dies alles nur ein mysteriöser Scherz, obwohl es uns nach allem eher unwahrscheinlich erscheint. Falls es dich aber beruhigt, betrachte es einfach als nur eine weitere urbane oder besser silvane Legende. Wie auch immer, wir empfehlen, dies an einem dunklen, ruhigen Ort spielen. Und bleib besser allein. Naja, ruhig. Habe ich den anderen die ganze Zeit im Ohr. Also, wir hören schon. Wir sollen es lieber allein spielen. Ich habe eben schon mal ein bisschen getestet, aber ich weiß, auf was ich mich einlasse. Ich bin ja was Ich bin ja, was Horrorspiele betrifft, so ein kleiner Schisser. Und darum habe ich auch den Marketest dabei. Der geht jetzt gleich erstmal. So, ich schlage vor, wir machen direkt ein neues Spiel. Bisherigen Fortschritt geht verloren. Jupp, mach's gut. Wir haben schon öfters rausgefunden, dass mit mir Horrorspiele spielen nicht unbedingt besser ist, weil ich dann irgendetwas sage, einen Moment, wo man es nicht erwartet und du dich dann erschreckst wie sonst was. Mhm. So, hier, liebe Freunde, seht ihr mich morgens vorm nach dem Aufstehen. Ja, vorm Aufstehen. Geweckt. Als wäre ein Fenster zerbrochen. Ja, dann würde ich auch so gucken. Oder eine Tür wurde geöffnet. Wird nicht einfach zu finden sein. Nur in dem Haus. Das ist ein großes Haus mit dutzenden Räumen. Einige habe ich sehr lange nicht mehr betreten. Toll, jetzt habe ich Schluck auf. Ich fühle mich in letzter Zeit so erschöpft. So, hier sind wir auch schon. Wir sehen, wir sind die Motivation in Person. Verdammte Migräne, als würde jemand ein Loch in meinen Schädel bohren. Ja, 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 gehen wir erstmal. Ui, Füßchen. So, tun wir erstmal hier das Licht anschalten. Ja, es ist so schön, wenn sich ein Fenster schließt, dann eine stickige Luft. Genau. Ich bin völlig übermüdet und ich kann einfach nicht einschlafen. Im Dunkeln sehe ich ständig seltsame Dinge, die bei Licht betrachtet wieder verschwinden. Wie lange noch bis Sonnenaufgang? So, ihr seht links oben so eine kleine schöne Uhr. Das ganze Spiel ist so ein bisschen, glaube ich, angelegt fast an die Mechanik von Five Nights at Freddy's. Nur, dass es nicht darum geht, zu überleben in dem Sinne, sondern einfach nicht wahnsinnig zu werden. Aber das sehen wir gleich noch alles. So, A gedrückt halten. Ich dachte, du sagst jetzt, es geht nicht darum, nicht zu sterben, sondern nicht zu überleben, sondern nicht zu sterben. Ich bin so furchtbar müde, ich schlafwandle sogar schon. Letzte Nacht erwachte ich direkt vor dieser Tür. Wenn ich den Riegel nicht vorgelegt hätte, wäre ich draußen geendet. Zur Nacht muss diese Tür immer fest verschlossen sein. So, schön ist, jetzt steht hier A drücken. Das Problem ist, mit A
Und also die WSAD-Tasten sind zur Bewegung. Also das heißt, die Tastenbewegung bis Bucky, was eigentlich gemeint ist, ist Space-Taste. Base. Damit kann ich bing, das Licht einschalten. So, und hier jetzt natürlich dementsprechend an ausschalten, ne? Jetzt gehen wir mal hoch. Das ist noch so ein kleines bisschen Tutorial, dass man eigentlich merkt, wie das Ganze vonstatten geht, wo man hin muss und so weiter. Oder für mehr. Ja. Mettbar, was ist mit der Zeit geschehen? Mir ist, als stünde sie still. Warum endet die Nacht nicht? Irgendwas ist hier oberfaul. Ja, genauso wie dein Blick. Ja, wie man sieht, die Zeiger bewegen sich nicht. Ui. Machen wir jetzt mal Licht hier in dem Laden. So, oh, schön, ein schönes Trötophon. Trö-trö-trö. Kann ich irgendwie verstecken hier? Ne, da gehen wir nochmal eins höher einfach. Ah, die Uhr. Da ist La Clock. So, drücken Sie B, was hier eigentlich meint ist, hoch. So, die Uhr hat jetzt gestartet. Und vor allen Dingen, wenn man die Uhr findet, läuft das Ganze ein Stück schneller voran. So funktioniert das also. Ich kann die Zeit vergehen lassen. Na gut, wenn der Morgen nicht von selbst graut, dann bringe ich uns eben zu ihm. Uns, mich und das Haus. Ja, darum machst du auch permanent Force Wall Break. So, jetzt. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Gehen wir direkt mal untersuchen. Merkwürdige Geräusche aus dem Erdgeschoss. Das sollte ich mir ansehen. Von hier kam also das Klopfgeräusch. War ich wirklich so unvorsichtig, die Tür zu intrigeln und nicht wieder zu verschließen? Ich habe Angst, nachts nach draußen zu gehen. Aber ich muss nachschauen und sicher gehen, dass es nur der Wind war. Ja. Dann gehen wir halt mal raus. So sieht's draußen aus. So, jetzt muss ich ja erstmal natürlich den Weg zurückfinden. Das Schöne ist, kann ich mich hier in den Ebenen hin und her bewegen. Also ganz ehrlich, ich frage mich, warum der hier überhaupt sein Haus hat. Also, bei den Bäumen würde ich ja nicht lang wohnen. Das ist natürlich die Sache. Jetzt muss ich das Haus erstmal wieder finden. Warte, da ist es doch. Haha, ich hab's gefunden. Da ist auch schon schön die Tür offen. Nichts wie rein. Voller Bruchbude. So. Level 1. So, okay. Ich weiß nicht, was in diesem Haus los ist. Ich hätte diese Wände schon mal neu tapeziert oder zumindest noch angemalt. So, zum Verstecken B drücken. Kann man sich schön verstecken. Denn wir wissen ja, also, was ist für ein Geräusch? Die Uhr tickt wieder. Ich bin also endlich wach. Wie üblich nicht vor dem Morgengrauen. Aber die Sonne wird bald aufgehen. Ich muss nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Im Traum war die Haustür unverschlossen. Jemand hatte geklopft. Ich musste nachschauen und dann kam im Wald wieder zu mir. Ich habe kaum zurückgefunden. So, der Mathis sagt, ich würde nie spontane Brandrodung machen. Ach, ich würde eine spontane Brandrodung machen bei den Bäumen. Ja, ich auch. Machen wir es mal Licht an hier. So. Ich erkenne mein eigenes Zuhause nicht mehr. Warum sieht es so leer aus? Wahrscheinlich lassen meine Augen nach. Ich sehe im Dunkeln schlechter und schlechter. Mach dich! Ich muss nur ein wenig warten. Bis Sonnenaufgang. Bald. Ta-ta-ta-ta. So. Einen Moment. Ich warte, bis ich meine Augen an das Licht gewöhnt habe. So, wenn er jetzt nämlich gleich guckt, so die Augen schließt, dann wartet er, dass sich die Augen. Aha, die Uhr. Das heißt, ich kann hier einmal die Zeit beschleunigen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Oh. Ich muss so bis zum Sonnenaufgang durchhalten. Der wird alles wieder in seinen Platz rücken. Ja, wunderschön. Aber man, das ist nicht nur du, willst deine spontane Brandrodung machen. In der nächtlichen Runde ist es unerlässlich, das Licht in jedem Raum zumindest kurz einzuschalten. Nur so kann alles wieder in Ordnung kommen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn das Haus in Ordnung ist, verschwinden die Albträume. So ein bisschen hat er ja recht. Das ist echt so eine kleine Ansammlung. Ich möchte über Vergangenes nicht nachdenken. Es ist weniger beunruhigend, im Dunkeln zu leben. Aha. So ein bisschen hat er ja recht mit allem. So, mal gucken. Warte ein bisschen, warte ein bisschen, warte ein bisschen. Der Heizkasshall! Ich kann mich selbst hinter dem Heizkasshall verstecken.
Grüß dich, Cyrus. Schön, dass du einschaltest. Das Spiel ist die Hölle. Ja, das musste ich beim Testspielen auch schon feststellen. Und da hat schon das Licht an. Da habe ich schon gedacht, na super. So. Quietsch. Mag deine Gelenke quietschen. Mach öl die mal. Ach was. Ei. Das hättest du gern mich eingeölt. Da war nichts, der Morgen ist nah. Ich muss nur bis morgen gerade überleben. Tobi? Ja. Selber schuld. Ja, ich hab dir die Vorlage gegeben. Ach, der meint nicht den Gruselfaktor. Findest du so schlecht, Cyrus? Ah, ja. Ui, was ist das? Endlich ist alles an seinem Platz. Ich sehe jetzt klarer. Meine Warnung ist immer noch verschoben. Ich schlafe immer noch halb. Ja, nee. Es ist für mich vom Gameplay her kaputt, aber ich will dem Spiel bei Gelegenheit nochmal probieren. Das Spiel. Jo. Dem Spiel? Ja, dem Spiel. Wer zum Geier hängt sich aufgeschnitten? Wow. Ein Riesenauge. Oh. Nun, hier ist alles in Ordnung. Weiter geht's. Allerdings sollte ich das Licht beim Gehen wieder ausschalten. Es ist beängstigend, wenn die Fenster hell leuchten, fühle ich einen durchdringenden Blick auf mir. Nee, hier haben wir jetzt alles. So, dann machen wir einfach mal aus. Kann ich mich denn am Ofen verstecken? Rechtschreibfehler darf ich behalten. Okay. Ah, die Uhr. Drücke B. Ja, nee. Keine Lust. Ich gehe lieber. Weiter A halten. Was? Wieso A? Ah, ich muss Space-Taste drücken. Da gleich fertig ist, da gehe ich jetzt einfach mal ganz gekonnt zurück in mein Bett. Ganz gekonnt. Ja, ja, in der Hoffnung, dass mich keine weiteren bösen Überraschungen überraschen. Ah! Ha, 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 der Sucher. Ja, weg hier. Ja. Lecco mio. Den könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, den Typ. Komm. Also ich weiß, dass das der Sucher war, der Typ. Und wenn der einen halt... Wie ich das machen? Oh Gott, das knackt. So, der Cyberschreiber, ich glaube, das dritte oder vierte Hauslevel habe ich partout nicht geschafft, egal was ich versucht habe. Verstecken spielen in der Dunkelheit. Dies ist eine Mutprobe. Es ist also nicht Sinn der Sache, sich zu verstecken, während du spielst. Bleib fair und warte auf das Ende. Wenn der Suchende sieht, dass jemand sich versteckt, fängt alles von vorne an. Der Erfolg besteht darin zu erraten, wie der Suchende das Spiel versteht. Wenn also jemand sagt, du versteckst dich, diese Person steht aber frei herum, da mag es vielleicht gar nicht darum gehen, ob man gesehen werden kann oder nicht. Na dann, viel Spaß bei den Speedruns, Cyrus. Mach's gut. Tschüss. Okay, wenn er sagt, du versteckst dich, dann ist es egal, ob ich mich verstecke? Na, probieren wir's mal. So, Hauslöffel. Uiuiui, so. Oh, ne Scheiße, das ist so creepy. Ah, da ist die Glock. Im Allgemeinen ist es ja am besten für die Psyche, in den Stunden vor der Dämmerung fest zu schlafen. Aber in jüngster Zeit hält mich diese Unruhe wach. Naja, bei dem Blick. Werde dir aber mal das Wort anschauen, wer du kommst. Ja, mach das, Cyrus. Mir als wann du die Räume selbst durchschaust. Ehe ich mich als stundenlang rumwälze, werde ich das Haus überprüfen. Nachschauen, ob die Räume alle noch da sind, wo sie hingehören. Ja, wenn du mir mal sagst, wo sie hingehören sollen, Tunhuden. Drücke Y oder links rechts,
Dieses Haus ist ein Beobachtungspunkt, eine alte Forschungsstation. Ich lebe hier seit meiner Geburt. Forschungsstation? Mhm. Ne, das war verkehrt. Y? Ne. Ah, so kann man rauszoomen. Cool. Auf zu klopfen. Ich? Nein, du nicht. Ich kann aber klopfen. Nein, lass das. Ich kann klopfen. Du kannst mich mal gern haben. So, Uhrzeit, Attacke. Gott sei Dank, der Morgen rückt näher. Na, Prost Mahlzeit. Heißt, der Morgen stirbt nie. Oder kennst du die James Bond Filme nicht? Doch, kenn ich. Komm, mach du die Kacke hier. Ich habe diese Tür nicht geöffnet. Und nichts lebt da draußen, dass ich einschleichen könnte. Nicht dessen Willen ausreicht, mich dort hinauszulocken. Und der einzige Pfad, der hier existiert, führt einmal ums Haus herum. Aber ich sollte jetzt herausgehen und sicherstellen, dass keine neuen Pfade erwachsen sind. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ohne Scheiß, ich weigere mich. Ich weigere mich, da reinzugucken. Ich geh jetzt einfach mal das ganze verfickte Haus ab. Gucken, ob hier irgendwo noch so eine Scheiß... Dings steht. Ich bin Weltologe, das ist mein Beruf. Ich habe ihn geerbt, was? Wir, also die Weltologen, müssen die Welt beobachten, studieren, woraus sie gemacht sind. Gemacht ist. Diese Ereignisse schreiben wir nieder und analysieren sie. Irgendwann werden diese Erkenntnisse vielleicht mal wissenschaftlich bedeutsam. Käse. Welt ist aus Käse gemacht. Licht bringt Klarheit. Es trennt das Eingebildete vom Realen. Ah ja. Vertrauen kommt mit dem Licht. Deshalb erwarte ich gespannt den Morgen. Ich warte auch den Morgen. Dann gehen wir einfach mal hoch. Also, ich würde das Haus abreißen. Von vorne bis hinten. Das habe ich. So, dann machen wir wieder aus. Hat er gesagt, er findet das ganz uncool. Mein Vater hat hier gearbeitet. Vor mir. Und vor ihm mein Großvater. Und so weiter. Jeder meiner Vorfahren hat dieses Haus etwas hinzugefügt. Die ganzen Baumstümpfe an der Wand. Aber die Vergangenheit ist ein wertvolles, verrottetes Erbe. Und deshalb sind viele Räume verschlossen. Ich schaue nie zurück. Und warum schleiche ich dann jede Nacht hier durch das verkackte Haus? Sollte ich vielleicht einfach mal an Ort und Stelle bleiben? So, machen wir mal alle Lichter aus. Aus hier unten. Lassen wir vielleicht mal an. So, dann gehen wir mal raus. Oh, Scheiß. Kommen wir nochmal zu dem Thema Brandrodung. Doch ganz normale Bäume. Bei unserem kleinen Stadtwäldchen sehen die nicht viel anders aus. Ja, in Frankfurt ist ja auch alles komisch. Ja. Frankfurter Stadtwald. Jetzt wissen wir, wo das hier spielt. Oder? Die Monster, denen du da begegnest, das sind immer so die Leute, die dann vom Frankfurter sind Offenbacher. Nee, vom Frankfurter Bahnhof dahin getorkelt sind. Ah, okay. So, und jetzt? Bin ich wieder platt. Na. So, dann wollen wir mal. Oh Gott, wie sieht das Haus denn jetzt schon wieder aus? Warum sieht hier alles so hübsch aus? Weil hier jemand sauber gemacht hat? Wer war das? Ich natürlich, wer sonst? Och, Idiot, ey. Und Scheiß, der Typ ist saudämlich. Licht an. Na komm, er meint. Ey! Wer macht mir hier meine Glühbirne kaputt? Ich will wie viele Tobis brauchen wir, um eine Glühbirne auszutauschen? Na komm, jetzt passt deine Augen endlich der scheiß Dunkelheit an, du Vollhonk. Hä? Gott sei Dank, alles ist jetzt ordentlich.
Ich muss mich nur daran erinnern, das Licht zu löschen, bevor ich den Raum verlasse. Da können Sie niemals wissen, dass jemand im Haus ist. Ohne Scheiß, der Typ ist total paranoid. Aber von vorne bis hinten. Oh, der hat doch hier gerade... Genau, der wollte hier doch gerade noch was... Oh, die Uhr. Das ist doch schön. So, dann schauen wir mal. Ach, leck mich am Arsch. Oh, noch eine Uhr. Alles ist verschlossen, Gott sei Dank. Nichts kam vom Wald hier hinein. Mein Haus ist eine Festung. So, machen wir nochmal die Uhr an. Oh! ja, nein. Hallo? Ei. Was ist das jetzt? Ist das ein Loch in der Wand oder bilde ich mir das nur ein? Ach, was, ich träume einfach nur wieder. Und es ist leicht zu beweisen. Sobald es hell wird, wird alles wieder verschwunden sein. Ja. Na super, jetzt ist da auch noch das Licht ausgegangen. Ich hab schon alle verkackt. Komm. Komm, mich sieht keiner. Oh, Gott sei Dank. Komm, geh. Auf, du scheiß Tür. Auf zu klopfen. Schaut sich kaputt. So, Tür ist offen. Hier, einer was von mir? Nein, gut. Wait a minute. Was? I am close. Du bist close. Wait. Be still. Stay here. Ah! Der Suchende kommt. So, dann machen wir das Licht. What? Wer hat da gerade gesäuft? Ist da jemand? Ja, aber so, ich versteck mich einfach mal. He is playing hide and seek by himself. Ja, ich spiele Hide and Seek. Das Problem ist, wenn man sich versteckt, dann läuft die Zeit rückwärts. Wie man unschwer sehen kann. Komm, geh wieder raus. Ist er weg? Komm, geh raus! Was? Nein, nicht schauen, kein Licht. Das sind nur die Nerven. Ich werde langsam verrückt. Ich muss das Haus fertig überprüfen. Und dann zurück ins Bett. Was für ein Spielchen. Erinnere mich an die Kindheit. Du versteckst dich und fühlst sofort, wie die Zeit auf einmal rückwärts läuft. Ah. Oh, der Sack, ey. Oh, schock mich. Hallo. Ja, komm, geh endlich. Du Lulatsch. Es ist nicht mal wichtig, ob ich gesehen werden kann. Solange ich selbst nicht sehen kann. Ah! Was war denn das jetzt? Ah, ich mach mich auf. Was bist du dann? Diese Unruhe verfolgt mich. Sie versucht mit aller Macht, meinen Kopf zu kriechen. Als wäre sie lebendig. Guck, guck. Okay, wenn das Ding mich erwischt. Okay, wenn das Ding mich erwischt, dann ist die Nacht rum. Wir sind ja gerade im Grab. Ja. Ich weiß schon, ihr seid alles scheiße. Okay, also weiß ich, dieses Ding darf mich nicht erwischen. Na komm. Ja, schön. Da liegt ein Schuh. Guten Tag, guten Tag. Hier kommt der freundliche Psychopath aus der Nachbarschaft.
Apropos Psychopath, Mark, wie läuft's bei Division? Bin schon wieder raus. Hab kurz mal eine Mission gemacht, hab mal halt kurz reingeschaut, wie sich die Änderungen so anfühlen. Also eine Änderung ist, dass halt die Gegner schneller umkippen, aber dem entgegengesetzt kippst du auch schneller um, wenn du nicht aufpasst. Und Loot ist so ein bisschen inflationär jetzt behandelt worden. Inflationsloot. Ja, es ist halt jetzt so, dass du recht, wenn du Endlevel erreicht hast, recht schnell an gutes Loot sozusagen rankommst, was halt eine gewisse Klasse hat. Aber die Klasse sagt dann einfach nichts mehr aus, weil halt die Klasse selbst halt so breit gefächert ist, dass du dann halt einen Gearscore hast, tatsächlich, der bei 100 irgendwas anfängt und bis, keine Ahnung, bis 300 hochgeht. Oder noch höher, 400. Und das siehst du natürlich direkt auch den Gearscore an deinem Namen dann dran stehen. Okay. Gut, da oben ist ein Bett zum Verstecken. Ja, das ist diese Unruhe. Sie verfolgt mich. Bonjour. Bleib mir bloß fern. Guck, guck. Hat noch nicht mal will nochmal. Jetzt muss eigentlich mal vorbei sein, der Typ. Wieso hat er mich jetzt gekriegt? What the? Was? Was? Zunächst dachte ich, ich wäre einfach krank, aber dem ist nicht so. Ich bin völlig normal. Wahrscheinlich kompensiere ich irgendwas, wenn ich nur mal Urlaub machen könnte. Aber es ist so beängstigend, jetzt das Haus zu verlassen. Irgendwas geschieht da gerade. Wer ist das, der da dauernd an meinem Fenster klopft? Die Bäume so weit weg. Das Haus steht mitten auf einer Lichtung. Okay. Muss ich das jetzt checken? What the? Ich hätte das Licht nicht ausschalten sollen. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber eigentlich stimmt hier im ganzen Haus nichts mehr. Alles ist wieder so anders. Und was ist wirklich? Ja, frage ich mich auch. Machen wir es mal Licht hier. So, kommen wir erstmal Licht hier. Wir brauchen viel mehr Licht. Na komm, geh an. Ich hoffe, jetzt kommt hier mal was Vernünftiges zum Vorschein. Zum Beispiel die Uhr. Na, aber ja klar. Nur ein Stückchen Scheißholz. Ich sollte diesen Raum vielleicht mit etwas auffüllen, damit ich ein wenig was zum Verstecken habe. Achso doch. Wir können es auch hier schön verstecken. Knock, knock, who's there? The door. Okay. Wo wir gerade davon sprachen. Jetzt gehe ich mal direkt da hoch. Ich will jetzt mal wissen, was das ist, wenn da so richtig schön Panik gemacht wird. Ist da vielleicht eine Uhr versteckt oder sowas? Ah! Ah! Das ist nicht lustig. Aha. Ah, die Uhr. Okay. Hier wird schwer geklopft.
Ich zwiebel an meine Lampe rum. Abimmel, babammel, babum. Warum die Lichter anlasst, du Kasper? Na, warum wohl? Weil du scheiße bist, du? 3. Wo ich bin, ich hab mich konkret versteckt. Da, jetzt ist da oben die scheiß Uhr. Komm. 5, so, zack. 5, 4, 3, 2, so, weg. Ah! 4, 3. Da kannst du nicht! Ah! Bleib mir doch weg! Oh. Ah, okay. Dann ist das doch die Sicht von dem Kerl. Damit man weiß, wo er gerade steht. Jetzt ist er weg. Sehr gut. Jetzt kommt er da wieder. Will mich doch verarschen, der Typ. Das klingt leicht pervers. Ja, gerade als wir darüber nachdacht. Ah! Oh shit. Guck, guck. Ich muss mich verstecken. Ich weiß nicht warum, aber ich muss mich verstecken. Jetzt sofort. Ja, indem ich zum Beispiel einfach die Treppe runtergehe. La 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 la. Scheiß die Wand an, du dumme Arsch. Kann ich mich auf der Treppe verstecken? La 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 la. Ja, ja, bleib mal einfach. Ich bin hier voll der Treppenrapper. So, jetzt kann ich mich wieder verstecken. Du Arsch! Also langsam check ich die Spielmechanik. Komm, verpiss dich doch mal einfach aus meinem Haus jetzt hier. Denn es ist einfach so ein Spiel, wo du nur gewinnst, wenn du es nicht spielst. Ja, so ungefähr. Das gibt's doch nicht, jetzt kommt der Kerl schon wieder. Wie soll man denn da vernünftige Nacht überstehen, wenn der... What the... Ich war doch versteckt. Da, der geht mir so auf den Sack, der Typ. Da, dein Ernst. So, jetzt bleib auch an. Wenn jetzt wieder dieses komische andere Vieh kommt und mich platt macht, habe ich keinen Bock mehr. Marc, dann spiel mir irgendwas anderes. Ja, was? Genau das. So, komm, jetzt bitte die Uhr. Da war ja klar, keine Uhr. Schön, dass es weiß. Ah! Schön, dass es weiß, wo ich wohne. Don't do this. Gut, dann höre ich mal auf die Stimme. Na super, jetzt soll ich wieder da hochgehen. Da kommt bestimmt hier der Obergeist wieder mir entgegen. Der Obergeist? Oh, fickt euch doch mal alle. Jetzt kommt da bestimmt irgendwas durch die Tür. Ich sehe es kommen. Ich habe meine Reaktion bereit. Es ist nichts passiert. So, wo ist der, wo ist das Vieh? Ja, ja, du kannst mich jetzt sehen. Leck mich am Arsch. Komm, zack. Ich versteck mich schnell. Wieso? Wieso? So langsam weiß ich, was der Cyrus gemeint hat. Warum jetzt schon wieder? Nee. Na komm. Aber versuch's doch. Letzter Versuch. Nein, ich spiel mir das nicht. Ja, 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 ja. Okay, Schnauze. Okay, ich hab's gecheckt.
Also, ich hab mich doch versteckt von dem Kerl. Wieso hat er mich dann dahinter gefunden? Check ich nicht so ganz. Ich fühle, dass hier kürzlich etwas war. Da ist ein lippenförmiger Abdruck am Türschloss, als wenn jemand die Tür mit einem lehmigen Mund geküsst hätte. Ich bin im Keller. Da ist keine Tür. Wie kann da jemand irgendein Schloss geknutscht haben? Also im Keller du denkst an das falsche Schloss. Ja, war mir klar, dass du wieder an was anderes denkst. Ja. Aber es weiß man wieder eben der Runde. Ich habe keinen, ich habe nicht dieses komische dieses komische Unwohlseinsvieh gebraucht. Ich habe es doch so geschafft, mich zum Affen zu machen. Knack, knack. Ja. Wieder da drüben, okay. So geht das. Und jetzt da oben auch noch, oder? Hä? Check ich nicht. Schleich. Machen wir es mal hier wieder Licht an. Ah, ich hasse dich. Hör auf zu klopfen, du Kasper. Ah, Zeug zum Verstecken. Sehr gut. Nein, ich habe kein Fieber. Ich habe auch keinen Bock auf dich, du Scheißkerl. Na komm, dann schleichen wir uns einfach mal hoch. Ich check noch den Sinn von diesem scheiß Riesenauge nicht. Ich glaube mal nichts. Das ist doch schon mal gut. Jetzt muss ich wieder da hoch. Mhm. Was fies ist immer bei diesen Zwischensequenzen, bricht er meine momentane Animation ab. Oder bricht er alles, alle Animationen ab. Wie war das? Ja, ich weiß, ich bin jetzt hier im Raum gefangen. Oh Mann, ey. Also warte, ich bin kurz davor, doch das Spiel in die Ecke zu treten. Der Cyrus hat schon recht, hier ist irgendwas noch nicht ganz so konform. Da ist er wieder, der Sucher. Komm, ah! Ja, jetzt ist die Tür zugegangen. Ja, klar. Ich könnte mich auch die Rest der Zeit auf mich auf der Treppe aufhalten. Wie wäre das denn? Der hat was gegen mich. Huh! Ich bin ja einfach voll der Leiter-Rapper. Was macht der jetzt? Jetzt rennt er in die andere Richtung. Ganz nach hinten, da habe ich vielleicht eine Chance. Das Ding hier, da ist er jetzt, gut. Jetzt müsste es vielleicht klappen. Komm. Ein Bett. War ja klar, dass der es erstmal kaputt macht. Okay, jetzt ist ja gerade dieser Schrecken auch noch durchgehuscht. Ich bleib jetzt gerade mal auf der Treppe. Ich konnte mir jetzt echt auf der Leiter entgehen. Da ist er wieder. Ohne Scheiß. Ich sehe gerade den Mist. Ohne Scheiß. Ich bleib mal hier auf der Leiter. Was soll passieren? Da ist er wieder. Jetzt geht er wieder zurück.
Das ist doof. Das ist richtig doof. Das nennt man auch Bug-Using. Ja, das nennt man echt Bug-Using. Aber ich glaube mal, was ist jetzt der vierte Versuch? Darf ich das auch mal? Ich will das scheiß Level nicht mehr haben. Das ist super, jetzt kommt der Sucher auch noch hier unten hin. Na, geh ich halt ins Höhe. Ding Dong, Licht. Ich hab dir noch den auf der scheiß Trip überlebt. Das ist doch glorreiches Gameplay. Du solltest dieses Spiel allein spielen. Ich komm mich mal um. Also außer meinen riesen Cloud-Poster, was ich da hinten hängen habe, ist hier sonst nichts. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, ich habe immer noch mein Schweizer Taschenmesser. Mit dem Schraubenzieher, Korken, Flaschenöffner-Ding draußen. Ich habe auch noch einen Gefrierbeutel-Clips. Oh Gott. Stehe drei... Halsschlagader abklemmen. Okay, du solltest dieses Spiel allein spielen. Ach so, das sind quasi jetzt diese Notizen, die sie zugewendet bekommen haben. Stehe 3 Stunden vor Sonnenaufgang auf. Sag zu dir selber, ich habe nichts vergessen. Geh durch das dunkle Haus und schalte in jedem Raum das Licht ein. Geh zurück in den Raum, in dem du begonnen hast, also dein Bett. Schließe deine Augen. Versuche dich auf das allererste zu konzentrieren, das dir einfällt. Wenn es ein Gesicht ist, wird dieses Wesen in deinem Haus zum Leben erwachen. Mattes, was meinst du jetzt? Warum? Also ist das jetzt hier eine Mutprobe? Also man soll 3 Stunden vorher aufstehen, sagen, ich habe nichts vergessen, durchs Haus. Ach, das ist wieder so eine Creepypasta. Habe ich jetzt letztens hier so schön gelesen, so eine ganze Menge Creepypastas, was man also als Mutproben machen könnte, was dann passiert und so weiter, bla 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 bla. Und da welche, das wurde, hier, ich habe das ausprobiert, da ist ja gar nichts passiert. Nur die ersten Kommentare, ach nee. Schon mal von Creepypastas gehört. Aber, okay, wir haben das zweite Mal geschafft. Was soll da oben da sein? Das Bossmonster oder wie? So, jetzt müsste wieder das Erkundungslevel quasi sein, ne? Wo ist das Tagebuch hin? Ich erinnere mich sicher, es unter ein Kissen gelegt zu haben. Verstehe ich nicht. Wo kann ich das versteckt haben? Meine Erinnerung hat mich durch das Wort... Das ist seltsam. Egal, ich muss es sofort finden. Ich kann sonst morgen nicht arbeiten. Alle meine Beobachter der letzten Jahre sind da drin. Genau, Mattes. Man denkt dann nicht an das Gesicht. Da hast du vollkommen recht. Ich verstehe es auch nicht. Naja, so. Geh mal's wieder los. Mein alter Herr hat mir mal ein Tagebuch geschenkt, als ich gerade schreiben lernte. Er sagte, dass ich mein ganzes Leben da reinschreiben würde. Und wenn die letzte Seite voll wäre, wäre ich tot. Er war der letzte unserer Familie, der gerne in Metaphern sprach. Aber ich war damals noch sehr klein und nahm ihn beim Wort. Ich wollte natürlich lange leben, also habe ich mir die Seiten gut eingeteilt. Ich habe so winzig wie möglich geschrieben, selten und knapp. Das wurde mir zur Angewohnheit. Dann, nach einer Weile, vergaß ich seine Worte. Aber jetzt, aus irgendeinem Grund, fallen sie mir wieder ein. Und sie erschüttern mich. Machen wir es erstmal wie immer Licht an. Ganz wichtig. Ich bin überarbeitet. Während des Tages muss ich überall Proben nehmen. Ich muss die Zusammensetzung des Bodens überprüfen und der Luft, des Wassers, der Flora und Fauna. Kennst du Wayne? Wayne interessiert's. Wo muss ich denn hin? Da oben. Der Wald da draußen ist am Ende seines Lebens. Ja, so sieht er auch aus. Er war mal ein reichhaltiger Biotop und jetzt stirbt er. Ich kann kein gesundes neues Wachstum mehr finden. Der Boden, auf dem er wuchs, versumpft langsam. Die großen Tiere sind ausgestorben. Die Insekten als einzige sind geblieben. Ich muss das Haus aufräumen. Ich würde einfach neue Blätter reinlegen. Auch sehr gut, Mattes, ja. Ich muss das Haus aufräumen, Zeit, die Gäste zu empfangen.
Das ist nämlich auch wieder eine Creepypasta, die ich jetzt gelesen habe. Kannst du nicht einfach einen Baum von draußen reinholen und damit die Viecher abschrecken? Ja, stimmt. Entschließend hat das Tagebuch zerfleddert. Ich muss das Haus wieder ganz von vorne überprüfen. Ich habe es wirklich vernachlässigt. Mattes Hashtag obvious, würde ich mal behaupten. Das Tagebuch leer, würde ich kaufe mir ein neues. Schnauze! Machen wir jetzt mal die Zeit weiter. Ich finde diesen Gremlin-Kopf ganz schön fies. Etwas kommt von der anderen Seite aus näher. Ich muss mich beeilen. Ist jetzt doch nicht so ein... Jetzt muss ich wieder raus in den Wald. Ich finde es lustig, dass der da einen Galgen hängen hat. Warum hängt man sich einen Galgen ins Haus? Hast du kein Haus hängen? Die Gäste töten beinahe nie. Sie bringen dich nur zurück, weil du noch nicht fertig bist. Okay. Ich habe die Tagebucheinträge oft an mich selbst adressiert, an ein älteres Selbst, das eines Tages meine Aufzeichnungen läse. Es war nur ein Spiel, aber jetzt fühlt es sich an, als ob ein völlig Fremder diese Seiten verfasst hätte. Da kannst du mal sehen, wie Psycho du bist, Kollege. Wenn ich schon so ein riesen Megafon im Haus habe. Vor allem kauft schon mal eine Taschenlampe. Oder, wo wir gerade dabei sind, ein LED-Scheinwerfer. Wir haben den Wald gepflanzt, um einen Baum zu verstecken. Hä? Ja, warum auch nicht, ne? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Handschrift wurde so angelegt, dass sie meinen ähnelt, aber sie ist ein wenig daneben. Ganz sicher. Das habe ich nicht geschrieben. So, habe ich hier noch irgendwas? Ne, jetzt habe ich alle Räume abgegrast. Wir wissen ja hier die Sicherheitsleiter, ne? Ja. Vor allem wer... Welcher Idiot? Theoretisch gesehen kannst du das Ding ja Feuerleiter nennen. Ich lasse einfach mal alle Lichter an. So, willkommen zurück im Wald. Mattes, hol den Benzinkanister. Es ist Zeit für die Brandrodung. Ich hab's Haus gefunden. Dann begeben wir uns mal zurück in die nächste Albtraumnacht, die ich auf der Treppe überleben werde. Wenn ich das im Cyrus schreibe, der da. So, also Nacht 1. Wie? Ich schlafe und in der Zwischenzeit weiß niemand, was hier verdammt nochmal los ist. Alles verfällt, viele Räume sind völlig vernachlässigt. Niemand darf hier eindringen können. Nur dann findet man Ruhe und Frieden. Selbst ein feiner Riss ist Grund für ernsthafte Sorgen. Und deshalb muss ich jede kleinste Lücke finden und reparieren. Wenn sie alle geschlossen sind, dann wird alles wieder wie früher sein. Ja. Benzin, ich dachte Napalm. Ja, Mattes, Napalm. Napalm, bitte. Napalm? Napalm? Meinst du vielleicht Nepal? Nee, nicht Nepal. Ich suche mir gleich. Liebe den Geruch von Napoli am Morgen. Komm. Ist das, kann man schnell da verstecken? Nein, kann man nicht. Also ist es Scheiße. Na komm, ich geh mal hoch. Haben wir sonst heute noch nichts getan. Komm, gibt's hier vielleicht die Uhr drin? Die Uhr könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. Da muss ich mich nicht so lange auf der Treppe verstecken. Ah, aber hier ist immerhin ein... Okay. Hier ist immerhin der Schrank, hinter dem ich mich verstecken kann. Und hier gibt's doch wieder was drin. Ja, komm. Ah. Hast du mich noch nicht vergessen? Erscheine ich wenigstens noch ab und zu in deinen Träumen? Nein. Verstehe ich nicht. Warum habe ich das im Schlaf geschrieben? Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass du einen an der Klatsche hast, Kollega. Ja klar. Ich baue mein Schlafzimmer direkt neben das Zimmer, wo die Eingangstür ist. Du bist echt so gestört, Kollege. Gäste wie diese erscheinen nur im Dunkeln, weil die Schatten sich durch die Wände des Hauses fressen. Ah ja. So, geh ich jetzt in den Keller oder hoch? Kannst du hoch in den Keller gehen. Hoch in den Keller? Ja. Dem würde ich ja so... Ah, da oben ist die Uhr. Dem würde ich ja so zustimmen. Ah, da kann ich mich auch hinter verstecken, das ist ja gut. Dem würde ich mich ja... Ja, ich spiele Hide and Seek für mich selbst. Ah, Schnauze da unten! Das ist wieder das große böse Auge. Oder ist das einfach nur... Okay, jetzt habe ich schon was gesehen. Also vielleicht sogar notwendig. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Etwas, das mich besser nicht versuche zu erinnern. Also, jetzt immer, wo das so BÄM ist, da kommt dieses Auge. Wo ist denn die Kamera hin? Das ist das Auge. Wenn ich das Auge hell mache, dann kriege ich immer wieder ein Stückchen von der Zeit abgezogen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Haha. Ah, die Uhr. So, da ist jetzt bestimmt wieder das Auge drin. Das muss direkt untersucht werden. Ich behaupte, hier ist das Auge. Ich sag doch, hier ist das Auge. Ja, Schnauze! Ich fühle, dass etwas Böses hinter der Tür lauert. Es ruft nach mir. Okay, dann geh ich mal die Treppe hoch. Und jetzt? Jetzt habe ich eine Doppeltreppe. Ist hier was drin? Okay, was dann? Oh, cool. Okay, ich verstehe immer mehr von dieser Mechanik hier. Ah, die Zeit. Ah! Oh, der Mistkerl! Nee, der Kerl, der tut mich einfach nur sehr viel abziehen. Und wenn meine Zeit oben wieder auf Null runtergeht, dann ist die Nacht vorbei für mich. Ah, gut. Aha. Ja, das Schöne ist, das erzählt einem ja keiner. Das steht nirgendwo. Das ist intuitives Gameplay, Tobi. Ja, ich merke das. Es riecht nach nassem Dreck. Ja, mach mal die Augen zu und lass mal gucken, ob wir was finden. Macht er nicht. Gut. Idiot. Verbring ich halt meine Nächte auf der Treppe. Willkommen im Eheleben. Ach, hier ist schon wieder dieses blöde Ding. Etwas Böses ist hinter mir. Ein Pisspot. Ja. Das Böse! Das Böseste, was ich mir jetzt vorstellen konnte, ein Pisspot. Hallo? Keiner da? Gut, dann gehen wir mal in den Keller. Mal gucken, dass mich hier keiner überrascht. Achso, das Gameplay ist nicht. Aha, die Uhr. Das Gameplay ist nicht ganz Schrott, wie der Cyrus meinte. Es sind ein paar doofe Bugs drin, wie zum Beispiel die Scheiße hier mit der Leiter. Es ist ja irgendwie doch... Komm hier. Es ist ja irgendwie doch lustig. Ich könnte jetzt hier den Rest des Tages auf dieser scheiß Leiter verbringen. Ihr könnt langkommen, was wolle. Weil ich aber in der Ebene, ja, hier der drei, in der Z-Achse, stehe ich ja jetzt, bin ich ja vor den ganzen Ereignissen. Das heißt, die können mich nicht kriegen. Deshalb ist es scheißegal, was ich mache. Okay, weil jetzt bin ich hier auf der Ebene und jetzt bin ich ja davor. Das heißt, die Geister können mich nicht erwischen. Doof. Du bist sozusagen im Vordergrund des ganzen Geschehens eigentlich. Ja, genau. Ich bin wie üblich im Vordergrund. Ja. Na komm, ich bleib bei der Leiter.
Komm, ich will die Scheiße hier schaffen. Ich bleibe jetzt einfach mal hier bei der Leiter. Komm, die letzten zwei Stunden bleiben wir jetzt auch hier. Einfach weil es lustig ist. Du musst Oberarme des Todes am nächsten Morgen haben, wenn du 2 Stunden lang die Leiter hoch und runter kletterst. Das Schöne ist ja, wenn du mal guckst, der macht das ja auch noch wirklich ohne Arme. Der macht das ja rein mit den Beinen. Oberschenkel of Death. Oh Gott, ist irgendwo die Tür aufgegangen. Hey, mittlerweile. Ich finde das Spiel so lustig mittlerweile. Hey, da müssen sich Geister doch auch denken. Das ist echt so ein Irrer. Der rennt seit Stunden die Leiter rufen, oder? Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Genau. Ach, wie schön. Ach, doof. Na, warte, warte mal. Wenn man hier auf der Stelle bleibt, dann passiert nichts. Es kommen nicht mal die Geister, wo sind die denn alle? Die waren irgendwo dick Party, ohne mich. Na komm, lieber morgen graue. Ach, wie schön, das ist geil, das ist ein Teil vom Haus, hab ich mir noch gar nicht angeguckt, einfach weil ich keinen Bock hatte. Etwas Neues. Dieses Spiel muss im Dunkeln gespielt werden. Jupp, Hammer, gut. Setz dich vor ein Fenster und schließe die Augen. Stell dir vor, dass etwas Neues in der tintenschwarzen Dunkelheit vor dem Fenster erscheint. Sag zu dir selbst... Genau, Mann, das ist das letzte Level mit einem Bungalow ohne Keller. Und ohne Dach. Ganz wichtig, also Hauptsache keine Treppe. Also, stell dir vor, dass etwas Neues in... Sag zu dir selbst, es ist da. Ich habe es nur vorher nicht gesehen. Wiederhole dies, bis du spürst, dass jemand dich durch das Fenster beobachtet. Dann verlasse den Raum. Heißt das, ich könnte mir da eine nackte Frau vorstellen? Ginge das? So eine richtig heiße Alte? Marc, probier das mal sofort aus. Was? Also, du sollst dich vor das Fenster hocken, schön in die tiefschwarze Dunkelheit reinblicken, also wenn natürlich Licht aus ist, Augen schließen und dir etwas Neues vorstellen, was vorher noch nicht draußen war natürlich, und dann sagen, es ist da. Ich habe es nur vorher nicht gesehen. Das wiederholst du so lange, bis du spürst, dass sich jemand durchs Fenster beobachtet. Und dann verlässt du den Raum. Und dann soll es kommen, oder was? Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt da eine heiße, nackte Frau. Geh's mal gerade austesten. Dann ist das vielleicht mit einem Lebensmittel versuchen. Eine Pizza. Dann grinst sich eine Pizza durchs Fenster an. So ungefähr. Okay. So, nächstes Haus. Also wenn das jetzt das vierte Hauslevel ist, was der Cyrus meinte, dann muss das jetzt unschaffbar sein. Jetzt bin ich gespannt. Zitter, zitter. Während sitzt der Tobi die ganze Zeit auf der Leiter rum. Welcher Idiot hat dieses Haus architektonisch entworfen? Ich mag Gäste, wirklich. Es gab einige Zeit, als die kleinen Waldlinge mich gerne besuchten und lediglich blieben Wanderer zum Abendessen. Was sind Waldlinge? Ich deckte den Tisch und in meinem Kopf verging die Zeit im Gespräch mit ihnen. So fand ich auch heraus, dass ich, mehr als alle anderen, als das Unsichtbare fürchte. So schaust du auch aus. Nun, wo ist dieses Tagebuch? Ich muss mich beeilen, es zu finden. Nichts ist wichtiger. Wieso kommst du da mitten in der Nacht drauf, Kollege? Wieso kannst du Vollhonk das nicht mal schön am Tag machen? Du hast Angst und deshalb fällst du immer wieder zurück in den Schlaf. Du musst da vorne gehen und aufwachen. Anstatt einfach das scheiß Bett in der Leiter zu verklemmen und dann die Nacht zu schlafen. Warte mal kurz, ich muss mal kurz bei mir die Heizung ein bisschen wieder hochdrehen. Mir wird gerade mal wieder kalt. Ah, apropos kalt, ich spüre meine Beine auch mittlerweile wieder. Das klingt doch sehr gut. Ja. So, kann man die Heizung wieder hochgedreht ein bisschen. So, du musst da vorne gehen und aufwachen. Ich muss jetzt mal wieder hier richtig hinsetzen. So. So, ich muss da vorne gehen und aufwachen. Na, da bin ich mal gespannt. Wo wollte ich schon mal hin? Ach, ja, hoch sollte ich. Aber ich muss ja vorhin noch alle Tagebuchseiten hier gucken. Weniger und weniger Tage verbleiben. Bis was? Bis bei KFC die Gutscheine auslaufen?
Deshalb bin ich gerade schon zu KFC wollte. Oh, du Scheiße, dieser Gremlin Head, der ist so creepy. Das ist ein Wehr-Kremlin. Doch, das Ding so die Tür, wie das Licht ausgemacht. Was hat er hier für Elektronik im Haus? Warum hat er überhaupt Elektronik im Haus? Wenn du etwas nicht siehst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ein sehr guter Spruch. Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist da und hat es gesehen oder gehört, ist er dann wirklich umgefallen? Du musst dich ja fragen, was für ein Geschlecht hat er dann? Das ist nämlich gerade ein schönes Rätsel. So, während ich hier gerade mal das Licht anmache, war kurz Pause. Ich muss hier gerade mal schnell im Handy, wo wir jetzt gerade so doofe Rätsel haben. Muss ich jetzt gerade mal hier ein Rätsel raussuchen, was so schön dämlich ist. Dämlich? Ja, das ist so richtig schön dämlich. Ne, wo ist es? Komm hier. Siebte Zeuge, gucken, ob ich das schnell finde. Das muss jetzt gerade mal sein. Das ist einfach nämlich so geil. Ja, nein, nein, ja, nein. Nee, finde ich gerade nicht, aber das ist. Das muss ich mir nachher nochmal suchen. Das ist so schön dämlich. Das ist ein Rätsel, was aus dem Animationsfilm Der siebte Zwerg stammt. Da will dann der Chaco. Will dann herausfinden, ob einer der wahre ist und stellt dann so ein extrem dämliches Rätsel. Das ist so Banane von vorne bis hinten. So, jetzt muss ich wieder raus in den Wald. Raus in den Wald. Hier, ohne Scheiß, allein diesen Teppich hätte ich schon entsorgt. Oder diese Fußboden-Dinger hier. Ich würde mich also total beobachtet fühlen. So, da markieren wir mal. So, du wirst abgerodet. Und, ja, die sehen ja doch alle ganz normal aus. So, der hier nicht. Du wirst abgerodet, einfach weil du scheiße bist. So. Du siehst auch ein bisschen gefährlich aus. Ich geh mal weiter vor. Du wirst abgerodet, weil du bestimmt die komischen Geräusche machst. Oh, ich hab's Haus gefunden. Nix wie rein hier. So. Auf zum nächsten Wahnsinnslevel. Ich frage mich immer noch, was das Bossmonster da sein soll. Hier, das Vieh da, das Riesending. Ein leiterfressendes Monster. So. Erst wichtigste Frage: Wo ist die erste Leiter? Es ist kein Geheimnis, dass jeder die Techniken des Versteckspielens lernen sollte. Das ist seit vielen Generationen allgemein Wissen. Ah, Scheiße, hab ich schon geklickt. Schau nicht hin, dann wird dich niemand sehen können. Was ich nicht sehen kann, ist nicht da. Selbst aber funktioniert. So. Da ist die Leiter. So, was? Konnt grad nichts schreiben, wollt gefroren. Gefröntes Metzel? Hä? Was für ein Scheiß schreibst du da, Mattes? So, gehen wir mal in den Keller. So hoffe ich nur, dass nichts durch diese Tür da kommt. Denn sonst komme ich nicht mehr zu meinem wunderschönen. Ist hier nichts drin? Tatsächlich ist nichts drin. Sonst komme ich gar nicht mehr zu meiner Life-Retting Treppe, Leiter. Whatever. Ist hier wenigstens was drin? Ja, hier ist was drin.
Komm. Hallo? Aha. Aha, Stöcke. Ich find's cool, da oben ist das Schloss und der Fundel ist auch tot. Was? Das Schloss ist übel Lopdup? Nee, das Schloss ist im oberen Drittel der Tür und im unteren Drittel friemel ich rum. Achso. Hier ist noch eine Leiter, sie wird mir das Leben retten. Ach, leck mich doch im Arsch. Ah, die Uhr. Wow. Ich fühle, dass etwas Böses in der Tür laut. Es ruft nach mir. Jo, ist ja gut. Obwohl, nee, dann sollte ich vielleicht nicht gegen die Tür öffnen. Ich gehe mal lieber ins Tiefer. Was mein Name ist? Mein Name ist Metzel. What the fuck? Wer bin ich denn, hat so einen Riesenventilator? So ein gruseliges Ding in seinem Keller. What the fuck, ey? So, jetzt wird hier wohl nichts mehr in der Tür sein, was mich umbringen will. Guck, guck. Wo ich bin? Ich bin hier. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass hier nichts durch die Tür zufällig marschiert kommt. Huch! Der Suchende, der Suchende, der Suchende. Ja, ja, geht mir nicht auf den Sack. Machen wir wieder das Leiter ins Spiel. Leiter- und Schlangenspiel. Mhm. Er scheint aber weg zu sein. Ah! Da kommt er. Ab auf die Leiter. Ja. Jetzt will ich überlegen, soll ich ihn vertreiben, indem ich mich einfach... Ist er rausgegangen? Ist er wirklich rausgedackelt? Tatsächlich, scheint so. Hm? Ja, schön, dass du mich hörst. Ich bin aber auf der Leiter, da kannst du mir nichts anhaben. Was soll ich machen? Soll ich jetzt den Rest des Tages auf der Leiter verbringen oder soll ich schon mal ein bisschen gucken? Leiter. Ja, mal gucken, was der Mattes so schreibt. Gut, die sind da unten. Das können wir hier oben ja eigentlich gestohlen bleiben, ne? Einfach nur, um den Cyrus zu zeigen, dass man es auch anders hinkriegt. Ich weiß, dass wenn nur das Licht wiederkehrt, diese Schrecken einfach verschwindet. Wow, krass der Blitz. Oh, die Uhr. So, wenn jetzt die Uhr hier ist, dann gebe ich mich einfach nochmal auf die Leiter. Dann gleich ist ja eh rum. Leiter. Also, Mattes ist für Leiter. Das ist so lame, das ist so lame. Aber es funktioniert so gut. Ich krieg mich nicht mehr ein. Würde ich hier nicht harte Drogen schlucken, dann würde ich mir gerade mal Bier holen. Oder zwei oder drei. Mag, die könnten wir dann während dem Leiternspiel hier trinken. Oh Gott, ist das so. Ist das eine Banane. Alles lebt. Das nenne ich mal einen Spieletitel. Dies ist ein Spiel, das in der Stille gespielt werden muss. Marc, also du darfst nicht anwesend sein. Rufe die Gäste 2 Stunden vor Sonnenaufgang. Jeder wählt für sich selbst die Rolle eines Menschen. Danach bewegen sich die Gäste leise durchs Haus. Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Früher oder später wirst du eine Stimme hören. Hierher, ihr kleinen Vöglein, versammelt euch ums Marmornest, muss man erstmal lesen können, dann sollten alle sofort erstarren. Wenn das Geraschel nicht aufhört, ist das Spiel sofort zu Ende. Denn das Unsichtbare ist unter euch. What? The fuck? Es gibt echt bessere Gruselgeschichten als das. So, kommen wir zur nächsten Runde. Sei bist du Pfeife, ist doch gar nicht so schwer, das Spiel. Aber ich sehe, jedes Mal, wenn ich hier dieses Haus einfach nur habe, wo ich einfach nur rumrennen muss. Ey, ohne Scheiß, wer hat diese Architektur gemacht? Sag mal, haben die sie noch alle?
Ich glaube, die Natur ist eine Maschine, größer als der Mensch. Alles in ihr ist logisch. Alles kann erklärt werden. Ihre Gesetze sind einfach, ewig und wahr. Und das Verlässlichste dieser Gesetze ist Zeit. Zyklen, Verfall, irreversibel, ewig sich wiederholen. Nichts außer Zeit bringt Ordnung in diese Welt. Und das war schon immer so. Also das Haus wird immer größer, muss ich jetzt feststellen, in diesem Level, ja? Okay. Aber, also zumindest habe ich so das Gefühl, eben war das, sah das doch genauso auf von der Aufteilung. Also wenn ich hier nur einfach in diesem Haus bin, dann bin ich quasi wach und kann hier rumsuchen. Ich weiß auf jeden Fall, egal ob Monster oder nicht, ich würde nicht im oberen rechten Zimmer mich aufbehalten. Ja, sag ich noch. Lehm, Sand, Blätter. Okay, er hält sich halt gern draußen auf. Ist ja recht von mir aus. Kannst du gerne machen, du Sitzprise. Hört auf, draußen an die Tür zu klopfen. Kommt da rein, es ist Zeit. Heraus, es ist Zeit. Wenige und weniger Seiten verbleiben. So, mit diesen paar Seiten, die er... Mit diesen paar Seiten, die er da gegristelt hat, sagt er echt, er hätte die letzten Jahre ein ganzes Tagebuch gefüllt? Hier ist es auch nicht. Was hat er für einen Scheiß geschrieben, der Typ, ey? Was hat er falsch geraucht? Da ist wieder der Gremlin. Der hat irgendwie richtig scheiß Shit geraucht. Ich mach einfach mal alles an hier. Ich find's lustig, dass er sich in dunklen Räumen reinschleicht. Why ever? Als wäre die leuchtende Lampe in seiner Hand nicht, nicht offensichtlich genug. Dies ist kein Traum. In Wirklichkeit ist dies dein richtiges Zuhause. Grausamen Musikgeschmack. So, dann aktivieren wir mal die Zeit. Aber stellt fest, jedes Mal, wenn wir im Hauslevel sind, ist der Kopf oben, die Uhrzeit, auch ein bisschen weiter. Mattes meint gerade, und dieses Haus auch noch ohne Stützen. Ich will das Material haben, was das zusammenhält. Ich will mich gar nicht erinnern, ich sowas alles wiederhole. Der Zustand meines Kopfes gefällt mir genauso, wie er ist. Also ich weiß nicht, ob das hier mit Titanstreben verstärkt ist oder sonst irgendwas innen drin. Jeden Tag nehme ich Proben aus der Luft. Die Feuchtigkeit ist gleich, die Zusammensetzung auch. Stickstoff und Sauerstoff. Das Land hat sich seit Äonen nicht mehr groß verändert. Alles ist noch genauso, wie es auch für meine Vorfahren war. Nur die Vielfalt nimmt ab. Diese Abnahmen festzuhalten, Tag für Tag, das ist mein Job. Du bist so ein armes Würstchen, egal was ist. So, jetzt kriege ich hier gerade eine E-Mail. Ich schleiche mich derweil schon mal weiter. Ah, mich wurde auf meinen Tweet geantwortet, na von mir aus. So, wo ging es denn hier nochmal runter? Ach, hier drüben. Alles ist ruhig. Ja, keine Wölfe. Gehst du off? Ja, off, ja. Ich bin müde wie sonst was. Okay, dann mach ich halt das Leitenspiel weiter ohne Tisch. Ja, du hast ja die Leiter. Ja, ich hab die Leiter, genau. Gut, Marc, dann wünsche ich eine gute Nacht. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss, Mathis. So, jetzt bin ich ganz alleine hier. Im Brandrodungswald. Ah, Knacks. Tschüss, sagt der Marc. Komm, wo ist denn dieses Scheißhaus schon wieder? Komm, der muss doch hier irgendwo sein. Okay. Das war jetzt ein bisschen creepy. Ja, Mathis, ich weiß ja, dass du da bist. Bist ja im Chat. Bist ja hier die seelisch-moralische Stütze. Meine Bezeichnung ging eher darauf auf meinen Teamspeak. Wo ist dieses Kackhaus? Da ist es. Haha. Na, vom Teufel spricht. Oh, scheiße, diese Kackbäume. Bevor ich jetzt reingehe, guck ich ja gerade, wer hier schreibt.
Der bleibt. Mach einfach nur wieder. Gut. So. Auf ins nächste Level. Mir macht irgendwie dieses Bossmonster ein bisschen Angst. Ich weiß nicht wieso. So, schauen wir uns doch mal das Haus an. Ach du Heiland. Wo wir vorhin das Thema Bungalow hatten. Ich vergesse noch, mein bester Freund wird diese Leiter. Nix hier drin. Ist ja lame. Komm. Komm, hier ist echt nichts drin. Wo ist die andere Leiter? Da drüben. Oh Gott, ey. Ich habe so eine schöne Idee. Da die immer mein Licht kaputt machen, wenn ich gerade zufällig reingehe, wäre es vielleicht, dass wenn ich rausgehe, ich das Licht ausschalte, dass ich das dann sowieso jederzeit wieder, komm rein, bing, ist wieder an. Das wäre eine Idee. Muss ich mir um diese Geräusche ernsthaft sorgen? Ah, die Uhrzeit. Ist ja schon wieder was kaputt gegangen hier. Einfach unter mir. Ist hier was? Nein. Hier geht's auch an. Das ist gut. Schleichen wir uns gerade mal hier rüber. Oh, die Scheiße. Ah, guck mal, da drüben ist die alte. Ihre Kiste. Ich glaube, da durfte ich nämlich auch einfach nur das Licht nicht anmachen. Das hatte ich beim Testspielen, hatte ich ihn nämlich gehabt. Ach du Heiland. Beim Testspielen hatte ich ihn gehabt. Ich guck mal. Something in the way. Die Luft ist so stickig. Ich habe es nicht drauf geachtet. Ist mein Timer zurückgegangen? Der Wald kriecht herein, aber mein Haus ist unangreifbar. Die Lichter sind aus, die Fenster verschlossen, die Türen sind alle verriegelt und verrammelt. Und hier liegt verriegelt und verrammelt, was der Kuh am Arsche bammelt. Nee. Dati. Alles ist, wie es war, aber wiederum leicht anders als irgendwie. Was hat sich geändert? Oder bin ich in letzter Zeit ein wenig überanstrengend? Kann mich kaum konzentrieren. Meine Erinnerung. Verweht. Diese Poesie, die da an den Tag liegt, bei der ganzen Scheiße, die der hier fabriziert. Ah, hier ist es nicht kaputt gegangen. Wo ist das Tagebuch? Könnte es hier sein? Hey, wo versteckst du dich? Glaubt ihr ernsthaft, wenn er sein scheiß Tagebuch... Achso. Glaubt ihr ernsthaft, wenn er sein scheiß Tagebuch ruft, dass es dann kommt? Ui, ui, ui. Ah, da oben ist... La Big Boss. Ich habe irgendwie gerade mal keine Lust, diesen Raum zu verlassen, weil hier alle... Hier ist das große böse Auge, gell? Hier ist das große böse Auge. Hier ist gerade niemand anders, das ist schon mal gut. Na komm, ich bleib einfach mal hier. Ja. 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 Mich würden die verschiedenen Häuser, glaube ich, mehr Angst machen als die Monster. Ja. Aber sobald wir das ja verstanden haben, ist das hier jetzt quasi die Traumsequenz. Also jetzt sind wir gerade am Pennen. Oder sind am Komatösen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit Traum. Aber ganz ehrlich, wenn du dir den Typen anguckst, also mich morgens früh nach dem Aufstehen. Hat er jetzt angefangen runterzuzählen? Oder hat er einfach nur gesagt, dass es 3 Uhr morgens ist? Nee, 3 Uhr morgens ist jetzt. Ich bin ja ein kleiner... Na komm, ich will das Spiel ja durchspielen. Aha, guck mal, gut, dass ich es gemacht habe. Ach da, hallo, Alte. Ich weiß nicht, ganz genau, wenn ich jetzt das Licht anschalte, dann habe ich wieder so einen kleinen Horror. Ich bleibe jetzt aber bei der Leiter. Die Leiter mag mich. Tust du das? Ich bleib bei der Leiter. Die Leiter ist mein Freund. Und da kommt wieder das.
Das Monster von Loch Nest. Ne, gerade mal nicht. Weil ich finde meinen Leitern-Bug irgendwie ziemlich cool. Dann schreibe ich mal hier hin. Huch! Ob ich sie angeguckt habe, ist sie weggegangen. Okay. Na gut. Verbringen wir mal die Rest der Nacht hier auf dieser schönen Leiter. Sind ja nur noch 3 Stunden. Ja, schön. Ich bin aber der Typ, der hier auf der Leiter tanzt. Könnt mir gar... Ach, das Auge ist immer noch hier. Ihr kann... Das funktioniert echt saugut. Komm, ich ärgere mal ein bisschen. Guck, guck. Ich hatte mein Tempo drauf. Komm, geh mal ein bisschen aus dem Raum, genau. Hier bin ich. Haha, verarscht. Ach Gott. Leute, das Grundprinzip des Spiels ist ja ganz schön gemacht. Hier bin ich. Das Grundprinzip ist sehr schön gemacht eigentlich. Die Leiter macht uns alle heiter. Mattes hat's erfasst. Na komm. Wow, jetzt hat er Gas gegeben, der Typ. Das Grundprinzip ist sehr schön, aber hier die, auch die Aufmachung, wie das gemacht ist, hier, dieses Comic-Grafik-Stil, wo alles schön übereinander ist, es ist geil gemacht, muss ich sagen. Aber bitte, dass einen die Viecher entdecken, wenn man sich irgendwo hinter versteckt, ist für den Arsch. Und auch wenn ich ihn jetzt sehr gerne nutze, dieser Leiter-Bug hier, also bitte. Das haben sie jetzt später kaputt gemacht. Irgendein Sack hat mein Licht kaputt gemacht. Ja, es wird ja auch hell. Oh. So, begrüße die Gäste. Decke den Tisch, Teller und Tassen. In die Mitte ein einfacher, runder Laib Brot. Du kannst die Tassen mit Papierfetzen oder toten Ahornblättern abdecken. Schalte das Licht nicht aus, aber schließe die Augen. Stell dir die Gesichter der Leute vor, welche am Tisch erscheinen. Einer nach dem anderen. Dies sind deine Gäste. Muss man das verstehen? Nein. Machen wir weiter. So. Jetzt müssten wir ja die letzte Haussequenz. Entweder kriegen wir da drüben einen toten Fisch. Oder dann sind wir schon am Ende. Mit seinen Mega-Schlappen hier. So, jetzt müsste das Haus ja wieder größer sein. Wow. Also der Raum, also die Statik ist wieder eins weiter. Was bist du denn krasses? Es war wieder nur ein Traum. Jetzt bin ich zurück. Krass, das Vieh. Nix wie hin. Na komm. Es gibt eine Menge Bücher. Sie alle enthalten dieselben endlos sich wiederholenden Aufzeichnungen. Ich bezweifle, dass sie nützlich sind. Alles, was mein Zuhause ausmacht, ist auch in meinem Kopf. Ich lebe hier schon so lange. Das Haus und ich sind eins. Das hat schon so mancher von sich behauptet. Krass, das Vieh, ey. Okay, jetzt muss ich sagen, würde mir das Haus nicht so viel Angst machen, wie dieses Mega-Vieh da hinten. Jetzt finde ich hier auch keine Seiten mehr. Ah, was im Haus schrecklich scheint, wird aufhören, dich zu ängstigen, wenn du in den Wald hinausgehst. Ja, toll. Berühre sie ohne Angst. Öffne deine Augen. Fürchte dich nicht hinzusehen. Fürchte dich nicht zu sehen. Dies ist nicht der Tod, sondern einfach nur eine neue Zeit. Es gibt keinen Tod.
Das sind nicht meine Worte. Dies sind nicht meine Gedanken. Und dies hat nichts mit meiner Schlafwandlerei zu tun. Was auch immer es ist aus Fleisch und Blut. Jemand anders ist in mein Haus eingedrungen. Was? Jemand anders? Guck dir das Vieh da mal an! Mattes hatte als Kind Angst vor Riesen, okay. Ich hatte Angst, vor großen, dunklen Räumen. Könnte man eher sagen. Wenn ich, irgendwo im Bett lag, hatte ich immer das, in der Dunkelheit das Gefühl, der ganze, also, meine Ecke wird bleiben, aber... Ich muss gerade nämlich feststellen, dass mein Headset leer gegangen ist. Ganz schlechte Sache. Aber ich bin schon mal froh, dass nicht wie sonst. Das Problem hatte ich nämlich schon mal. Wo war das denn? Genau, bei Pen and Paper. Beim Cthulhu. Dann ist nämlich immer der Stream abgekackt.
Nein, nicht rund! Was bei Pen Paper? Was war das andere? Keine Ahnung, bei irgendwas ist dann immer der Stream abgekackt. Doch, ich glaube bei Pen Paper. Okay, da oben ist das Mörderauge drin. Ah, ist ja gut. Ich mache ja schon nichts mehr. Irgendwas Neues. Ja, hier unten ist was Neues. Die Uhr wäre schön. Ich habe mich selbst eingesperrt. Das wäre mir neu. Na komm, drehen wir uns mal rum. So. Hier ist ja nichts sonst. Ich kann mich also. Könnte ich mir also alle mal gern haben. Ach jo, komm, ich lass es ja. Ja. Nein, nicht rund, lieber kurvig, genau so. Wo wir wieder bei dem Thema waren, eben mit der heißen Frau, die vorm Fenster vorstellen, gell? Kommen wir mal hier drüber mal auf. Kann nicht sein, dass mir eine hier die Tür zuschlägt. He had simply lost his way home. Ah! Ah, scheiße! Och nee. Och Gott. Ach, scheiße! Ich muss sofort zu der Treppe. Komm. Ah, da kommt später das Geist, der Männchen. Ja. Hier haben wir Licht an. Ist irgendwas Neues drin? Nein, natürlich nicht. Tag, Kollege! Na, alles frisch? Na, das ist eine scheiß Idee. Hä? Okay. Okay. And now I'm home. Warum ist hier ein Doppelgänger von mir? Where are you? Finally, I'm back. Hä? Will ich das austesten? Nein, will ich nicht. And now I'm home. Hier, Kollege, halt doch einfach die Klappe. I see you now. Du. Finally, I'm back. Is this your real home? Ja, nein. Ich weiß aber auch nicht, was die Blitze da oben zu bedeuten haben. Finally, I'm back. Und ich habe keine Lust, mit dem Kollegen dazu interagieren. Ich glaube, das Ganze noch mehr in die Länge zu zögern. Finally, I'm home. Oder sollte ich doch mal testen, ob ich mit dem irgendwie interagieren kann? Finally, I'm home. Na komm, ich bleib einfach mal hier. Also wenn ich jetzt hier hochgehe, dann kommt er eh wieder hoch. Where? Ja, guck, finally, der I'm home. Das ist klar, solange ich auf der Leiter bleibe. Kann der nichts machen, der Typ. And now I'm home. Also Mattes ist der Meinung, ich soll lieber auf der Leiter bleiben. Klick. Ich habe echt das Verlangen, dem mal Hallo zu sagen da unten. Ich meine, das sieht ja ganz schnicker aus, ne? Das sieht aus wie ich. Das ist ja eine coole Sau. Nein. Bleib mir weg. Finally, I'm home. Ach ja, guck mal, jetzt ist Knecht Pups richtig unten unterwegs. Na komm, ich bleib jetzt hier auf der Treppe. Nachts bald rum. Mein Hinter tut weh vom Sitzen. Ja, schön, dass du jetzt daheim bist, Kollege. Ich? Wie sagt Cartman? Leckt mich, Freunde, ich geh nach Hause. Finally, I'm home. Komm, ich dreh mich mal rum. Haha! Zwillinge! Komm, neues Spiel. Finally, I'm home. Ah, scheiße. Ich wollte gucken, ob ich die Sprites genau übereinander krieg. Komm her, krieg mal hin. Why? Hi. Finally, I'm back. Ah, verdammt. Kann der Geist nicht einfach den erschrecken? Der sieht doch genauso aus wie ich. Ja, fast. Where? Finally,
Wo spinn? Spinn auf der Leiter. Ah, beinahe. Der Reiter der Leiter, ja, das macht mich heiter. Ja, ich. Ah, fast. Guck mal, das sah gut aus. Ah, oh, Scheiße, das ist so dermaßen geil. Im letzten Level tue ich mir echt die nächstbeste Leiter und talk mich die ganze Zeit da drauf. Einfach weil ich es kann. Na komm, die Nacht ist rum. Ja, ja, der Tag ist rum, der Tag ist rum, der Tag ist rum. Haha, erfüll mir die Nacht. Es werde hell. Ich habe nicht was zu trinken, hier stehe ich gerade fest. So spielst du dieses Spiel. Genau zuhören jetzt, genau du. Sie sind nur im Dunkeln sichtbar. Erst schaltest du also das Licht in deinem Haus aus und öffnest alle Türen. Sobald sie wieder zuschlagen, schließe die Augen und sage, ich bin froh, euch zu sehen. Vielen Dank für euer Kommen. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du für eine Sekunde einen komplett gedeckten Tisch mit einem runden Laib Brot in der Mitte sehen. Am Tisch werden Leute sitzen, die dich anstarren. Erinnere dich ihre Gesichter und ihre Stimmen. In der Sekunde? Hä? Naja, gut. Weiter geht's. Nächstes Haus. Also das nächste ist irgendwas mit Zeit. Ich will den toten Fisch haben. Was wollen wir dann? Ah ja, komm, hier, halb Stunde machen wir noch. Ist wieder das Vieh da? Ja, das Vieh ist wieder da. Okay, langsam wird die Architektur dieses Hauses echt lächerlich. Kommt mir das so vor, da kommt der Kerl echt näher. Der war doch vorhin noch weiter hinten, oder? Jetzt kommt wieder irgendein schlauer Spruch von dem Kerl. Na, ich dachte schon. Ich habe vor den architektonischen Auswirkungen dieses Hauses echt Angst. Etwas starrt mich an, ständig, von draußen. Was willst du? Was? Bin ich falsch? Es ist sehr wichtig, dass der Sonnenaufgang dich in einem vollständig wiederhergestellten Haus vorfindet. Und dein Haus ist immer viel größer, als es scheint. Ja! Da siehst du, was dich anstarrt, Kollege. Ach, Schnauze! Du hast dich selbst vernachlässigt. Dein Haus ist vernagelt, verfallen und verlassen. Am besten reparierst du es, sobald wie möglich. Sie ist schon nah. Wer? Die? Die Alte? Ist es eben seine Ex? Das ist so Ententanz. So. Ha, ich habe ein Schnellreinzoom-Verfahren entwickelt. So, wir machen trotzdem alles an. In jedem Haus muss man nur auf den Sonnenaufgang warten, ohne Ausnahme. Man kann nicht einfach weitermachen, wenn drin Nacht ist. Ja, stimme ich zu. Was du da siehst, ist nicht wirklich nichts. Okay. Ich sehe dich. Wer bist du? Ich bin du. Ich bin der Idiot, der dich hier steuert. Ich bin dieser Riesenidiot, der dieses Spiel gekauft hat und diesen wunderbaren Leitern-Bug entdeckt hat. Weil er einfach geil ist. Hilf mir, ich bin doch dabei. So, ach du Heiler, diese Architektur. Vielleicht diese Mörder-Sense da jetzt hingestellt. Okay, müssen wir mal drauf achten, ob Mutter Teresa da hinten nächstes Mal wieder ein Stück näher dran ist. Jetzt ist er direkt hinter den Bäumen und vor der ersten Baumreihe.
Er verlor mich, als er noch sehr klein war. Und dann verlor er den Verstand. Er konnte mich nicht mehr sehen. Ja? Fatih? Vielleicht sollte ich den Eingang nochmal überprüfen, um sicherzustellen, dass er fest verschlossen ist. Ich liebe das Lichtklick-Spiel. Wenn die Messungen nicht lügen, dann sind das keine Halluzinationen. Die Fußabdrücke sind echt und es sind nicht meine. Aber wer weiß, diese Ausrüstung ist immerhin völlig veraltet. Ach, wie schön. Also, Mutti Teresa da hinten, ich komme. So, zoom. Ah, da. Okay. Jetzt sind die Alten plötzlich hier. Ah, ich geh mal hin. Guck, was passiert. Guck. Ja, nein. Okay, langsam ist creepy. Ah, guck mal, jetzt kriege ich so Geäst rund um mich. Gut, okay. Gut. Und jetzt wird es langsam creepier. Dann ging es um die Zeit. Ja. Hey, der Typ ist so kaputt, der gehört echt voll zum Psychiater. So, Leiter, ich komme. So, was haben wir hier? Ah, guck mal hier, zurück den Leiter. Da ist so wunderschön. Ich hab's, es ist wirklich ein Fall von Somnambulismus. Völlig klar, ich habe das Tagebuch wahrscheinlich selbst irgendwo versteckt. Im Schlaf! Es gibt da eine Menge Plätze, wo ein Kind etwas verstecken würde. Nun, da werde ich wohl alles versuchen müssen. Na komm, damit ich wenigstens ein bisschen Spaß hab. Wo komm ich da hoch? Ach, da geht's hoch, dann darüber, okay. Gute Nacht, Mattes, schlaf gut. Lass mich doch komplett alleine hier bei dem Scheiß. Die Viertelstunde könntest du auch noch mit mir aushalten. Warum habe ich hier so lange nicht hineingeschaut? Weil du scheiße bist. Weil du einfach nur... Fällt mir gerade ein. Weil du einfach nur scheiße bist, Kollege. Ich erinnere mich jetzt, etwas sehr Kleines hat hier drin gelebt. Ach, Schnauze! Hier sind wir in die Bruce Almighty Tür. Treppe, Leiter. Noch eine Bruce Almighty Leiter. Komm, machen wir hier mal wieder aus. Zack. Hier wieder an. What the fuck? Das Baby im Laub. Ah, ein Bett. Wenn du so nett fragst. Ah, die Uhr. Sehr schön. Was? Na, komm, nett verstecken. Mach ich einmal. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt krieg ich die. Da. Komm, wie krieg ich jetzt hier diese Scheiß? Komm. Och, jetzt heult die Alte sich da ein und ich krieg die Dings hier nicht aktiviert. Ich krieg jetzt große Kotzen. Ja, ist mir egal, was da unten abgeht. Ich krieg die scheiß Uhr nicht aktiviert. Das kostet mich jetzt voll an. Wow. Ja. Ist ja gut. Jo, ich lasse es ja schon. Warum soll ich warten? Ah, da kommt was angestiefelt. Ist alles wunderschön hier. Juckt mich für keinen 5 Pfennig. Huch! Thank you.
Wir sind doch gerade am Spielen. Oh Scheiße, das erinnert mich so ein kleines bisschen an die Witch von Left 4 Dead. Ja, geh weg. Danke. Bin ich nicht. Komm, ich geh mal hier hin. Ich muss nur reagieren. Hier ist was drin. Ah, eine Uhr. Irgendwo macht ja wieder eine Matschepampe. Kommen wir hier Licht aus. Zack. Ich glaube, ich bin. Der Simulator 2007. Wow. Okay, mal steht gerade irgendwas an den Wänden entlang. Es weiß, dass ich auf der Leiter bin. Okay, ich glaube, ich werde gleich nach diesem Stream hier ein schönes Review bei Steam schreiben über dieses Spiel. Da kommt es wieder. Was ist das? Don't do this. Okay. Okay, ich hab wieder viel Leiter. Mach ich hier oben nochmal an. Oh, ist er da? Ja, guck mal, da ist wieder hier unser kopfloser Beinmann. Okay, mittlerweile gibt es also drei Erscheinungen, die ich nicht genau definieren kann. Einmal diese Heulsuse da von nebenan, wo ich keine Lust habe hinzugehen. Dann dieses Ding-Typ, whatever, was diese Matsche-Pampe an die Wände schmiert. Und natürlich mein herzallerliebster Doppelgänger, der mich tierisch verfolgt. Was auch immer den reitet. So. Komm, jetzt haben wir es ja eh geschafft. Erneut hat uns die Leiter gut gedient. Beim Leitern-Simulator 2017. Ach, wie schön. Lass uns nun ein Haus auf der Karte spielen. Decke den Tisch. Wie für ein Totengedächtnis. Also ein Leichenschmaus. Benutze aber Papierbögen statt Geschirr. Schließe die Augen und zeichne Kreise auf alle Papiere. Wiederhole in deinem Kopf in verschiedenen Stimmen rund, rund, eckig, quadratisch, während du dir vorstellst, wie groß die Kreise sind. Früher oder später wirst du eine Stimme hören, so klar, als erklinge sie in deinem Kopf. Quadrat! Oder nein, nicht rund. Hey, genau das, was ich gesagt habe. Dann verlasse den Raum und schließe die Tür hinter dir. Ja, und dann? Und dann? Hä? Komm mit zum Fisch. Nee, zum nächsten Haus. Ich glaube, gleich bin ich am Ende von der ganzen Scheiße. Ja, schieb mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Haus jetzt aussieht. So, gucken wir mal. Nee, ist auch an der gleichen Stelle. Oh, diesmal ist er im Keller. Tun wir uns das Elend an. Gehen wir direkt runter. Schau nicht in den Spiegel. Schau aus dem Fenster. Mattes, entscheid. Gehen wir direkt runter in den Keller und hier, komm raus. Oder gucken wir erst, ob in den anderen Räumen noch ein paar Notizen sind. Ich gehe zumindest mal zum Gremlin-Kopf. Der ist ja mein bester Freund. Geht mich nicht auf den Frack. Dass der auf der Leiter Metal hört. Moment. Ja, ja. Hast du recht. Okay, runter. Gut, dann gehen wir auch runter.
Stimmt, der hört Metal. Jetzt weiß ich, warum der so aussieht. Der kommt vom Wacken. Der Kerl kommt einfach nur vom Wacken. Es ist gut, wie ein Mensch mit Frieden im Herzen am Ende seines Weges anlangt. Es wäre schlimm, am Ende zu stehen, ohne seine Angelegenheiten geordnet zu haben. So, jetzt müsste aber die Tür aufgehen. Genau. So, dann schauen wir nochmal, dass wir jetzt hier vorankommen. Wo ist mein Haus, verfickte Scheiße? Das ist wieder das Sumpfmonster. Hier ist noch so ein Sumpfmonster. Also ein paar Risse zieren meinen Bildschirm. Wenn die mal größer? Irgendwie werden die immer größer. Yep. Werden sie. Okay, dann sollte ich mich mal möglichst schnell zurück ins Haus begeben. Der ist eigentlich Metal-Sänger, ist aber heißer, ja genau. Wie jetzt ist wieder so klein? Ach komm, gut. Dann machen wir das jetzt zu unserer letzten Hausrunde. So, wie schaut das Haus denn jetzt aus? Aha, so. Ich habe ständig Albträume, denselben Traum, Nacht für Nacht. Ein Traum, in dem ich jemanden oder etwas verloren habe. Ich vergesse den Traum, sobald ich aufwache. Jedes Mal. Gott sei Dank. Was soll ich denn sagen? Ich muss mir den Scheiß hier immer wieder antun. Machen wir erstmal das Licht an. Ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Galgen halten soll. Hier machen wir gerade was so. Weil dann sehe ich nämlich, wenn ein Geist ankommt. Was ich andersrum nicht sehen würde. So. Na super, die Alte heult wieder irgendwo. Soll ich zu ihr? Verstecken spielen, das ist nicht nur ein Spiel, es ist ein Lebensstil. Egal wo oder wie du dich versteckst, die Zeit wird immer rückwärts laufen. Weil. Oh, das ist wie. Fußabdrücke, Dreck, noch feucht, das ist frisch, aber was? War ich wirklich im Wald? Schlafwandeln? Das wäre mir neu. Komm her, geh mal spuken. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte zu meiner Leiter. Die hat mir gefehlt. Wo heult die Alte denn schon wieder rum? Was ist hier drin geschehen? Etwas sagt mir, dass ich nicht mal versuchen soll, das aufzudecken. Ja. Okay. Ich kann mich schon dahinter verstecken. Da geht's nochmal runter? Tatsächlich. Ja, herein. Die Alte mit ihrem Geheul gibt mir irgendwie auf die Eier. Wo ist denn mein Doppelgänger eigentlich hingekommen? Die Uhr. Oh! Das ist das einzige Schockmoment in diesem ganzen blöden Spiel. Ja, ja, ich weiß. Wenn ich jetzt drauf gehe, kommt wieder das große böse Auge. Ja, sag ich doch. Ach, guck mal, wer da gerade scheint. Da habe ich aber Glück gehabt jetzt. Ich weiß noch kurz davor, dass ich gesagt hätte, hier, ich gehe mal in einen der Nachbarräume nochmal. Aber jetzt können wir mich mal gern haben. Ah, das große Besauge ist da oben. Ja, sobald ich jetzt hingehe. Ja, von mir aus. Dafür habe ich Licht.
I want to see you. Where are you? Willst du mich sehen? Gut, ich mach mal Licht an. Da. Und da. So. Jetzt hast du mich gesehen. Jetzt kannst du mich sehen. Wie ich auf der Treppe übelst abmettle. Auf der Leiter, whatever das darstellen soll. Oh, dann wirklich. Ah, das große böse Auge ist da drüben. Okay. Es ist da unten. Der kann aber nicht meine Leiter hoch, oder? Da, 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 da. Ah, da ist der Dicke wieder. Du machst auch mein Licht kaputt. I hear you. Ja, von mir aus. Ich habe kein sonderlich großes Verlangen, jetzt ja komplett runterzugehen. Do not. Nicht? Okay, dann lass ich es. Hier, man soll immer auf geheimnisvolle, mysteriöse Stimmen hören, die einem irgendwas in den Kopf flüstern. Achso, da unten, das wäre ja voll die Todeswahl jetzt gewesen. Von links der, von rechts ist, die Matschhände. Bin ich müde? Ja, Mathis. Ey. Gleich haben wir es, Mathis. Gleich haben wir es geschafft. Auch dieses Leiternspiel, I hear you. Jetzt bin ich im Keller meines Bungalows gefangen. Aber ich bin weit gekommen. Schon 1, 2, 3, 4, 5 Räume habe ich immerhin gepackt. Und das beweist doch einiges. You thought about it. And right then, it was inside. Mhm. Es macht mir wirklich hin und wieder so ein bisschen Grusel. What are you thinking about? Wo ich das nächste Metal-Konzert veranstalte, darüber denke ich gerade nach. Und es wird wieder hell. Ich habe es schon wieder geschafft. Wie mache ich das nur immer? Nacht für Nacht. Wir spielen Umsiedlung. Es ist ein Wünsch-dir-was-Spiel. Es geht so, wenn es einer geschafft hat, eine Stunde vor Sonnenaufgang aufzuwachen, dann sollte diese Person sich in seinen Gedanken zum Lebendigen erklären. Bei Sonnenaufgang sollte der Lebendige vor der verschlossenen Tür stehen und laut sagen: Die Stunde ist gekommen. Es ist Zeit, mich zum Gehen bereit zu machen. Wenn die Tür verschlossen bleibt, hat er gewonnen. Wenn nicht, ist diese Person nicht länger der Lebendige. So, und wir spielen jetzt auch Umsiedlung. Jetzt umsiedle ich nämlich den Mathis in sein wertes Bett. Mathis, vielen Dank, dass du hier mit mir durchgehalten hast. Ich wünsche dir in diesem Sinne schon mal eine gute Nacht. Und euch, liebe Freunde da draußen, sag ich jetzt auch adios, wir werfen noch einmal einen Blick auf Mutter Gretel. Komm, Mutter Gretel, da. Okay, jetzt ist sie definitiv weiter nach vorne gekommen. Ja, hallo, Mutti. Nee. Gut, dass wir jetzt Schluss machen. Wo war denn jetzt das Link? Ach, da oben. So, dann beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Beenden, für das Spiel gespenden, ja. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, sie waren ein wunderfanatiges Publikum und mal gucken, vielleicht gebe ich es mir ja und mach morgen Abend schon den Rest dieses wunderschönen Leiterspiels. Also, liebe Freunde, macht's gut, einen schönen Abend noch, bis dahin, tschüss.